Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Diesen Satz hast wahrscheinlich jeder schon mal gehört und nimmt das als Grundregel an. Aber wusstest du, dass diese Aussage ernährungstechnisch überhaupt keinen Boden hat und eigentlich von dem Gründer von Kellogg's kommt? Ja, kannst du denken, als Gründer von Kellogg's mit einem Produkt, das sehr darauf ausgelegt ist, dass man frühstückt, profitierst du natürlich ganz schön, wenn plötzlich jeder denkt, oh, Frühstück, das ist wichtig, das sollte ich Kraft tanken, dann wird das Produkt öfters konsumiert und dadurch verdienst du schlussendlich mehr Geld. Das gleiche ist früher mit Nutella gewesen. Nutella weiß ja mittlerweile jeder, dass eigentlich gesundheitlich absoluter Quatsch ist. Aber früher, da gibt es so alte Werbespots, wo ein Mediziner dasteht und sagt, Nutella, das ist wirklich gesund, das können wir jetzt mal einblenden. Omi, was haben wir da nur gemacht? Das ist gar kein Nutella. Ja, ist denn das nicht das Gleiche? Aber Frau Schulz, das ist doch nicht das Gleiche wie Nutella. Richtig. Nutella ist nicht mit jeder Nuss-Nougat-Creme zu vergleichen. Nutella hat nämlich, summa summarum, viel Eiweiß, Kalzium und Eisen. Das sind unentbehrliche Lebensbausteine. Sie machen Nutella so wertvoll. Also, auf die Lebensbausteine kommt's an. Nutella. Lebensbausteine für jeden Tag. Oder auch die deutsche Nationalmannschaft, die dafür Werbung gemacht hat, morgen früh so ein Brötchen mit Nutella, das gibt Kraft, da kann man nachher gut Fußball spielen. Wo du jetzt sagst, wow, also das ist moralisch schon ein bisschen sehr flexibel, für sowas Werbung zu machen, wo eigentlich jeder ganz genau weiß, mit Gesundheit nichts zu tun. Klar kann man das auch mal konsumieren, spricht ja nichts dagegen, aber so zu tun, als wäre dieses Produkt oder jetzt wie auf dieses Video bezogen, diese Mahlzeit essentiell für einen gesunden Alltag, um fit zu sein, um Energie zu haben, das ist schon ein bisschen heavy. Weil faktisch ist es so, wenn du früher auf dem Feld gearbeitet hättest, da wäre wahrscheinlich ein Frühstück gut, weil du arbeitest körperlich und du brauchst viel Energie. Aber heutzutage, wenn du hauptsächlich wie ich auf dem Arsch sitzt im Büro, brauchst du einfach kein Frühstück. Jeder, der sagt, doch, ich brauche das etc., ja gut, mach's weiter. Aber für jeden, der für sich sagt, eigentlich bin ich sowieso nicht so der Frühstückstyp oder ich habe nicht mal die Zeit am Morgen zu frühstücken, dann bitte denk nicht, du musst frühstücken, weil dass du nicht frühstückst, ist nicht der Grund, wieso du dick bist. Nochmal kurz wiederholt, der Grund, dass du nicht frühstückst oder dass du, wie du es im Kopf hast, wahrscheinlich unregelmäßig isst, ist nicht der Grund, warum du dick bist, sondern dieses Frühstück wegzulassen, kann sogar das Abnehmen um deutliches leichter machen. Denn worum geht es denn beim Abnehmen? Beim Abnehmen geht es ja nicht darum, wie viel Kohlenhydrate isst du, wann am Tag isst du, wie regelmäßig isst du, wie gesund isst du oder sonst was. Das sind alles schöne Sachen. Allerdings unterm Strich geht es immer, wie bei so einer Waage, um das Verhältnis, wie viel Energie verbraucht mein Körper und wie viel führe ich ihm zu. Diese Energie wird bei uns benannt als Kalorien. So, das heißt, dein Körper verbrennt eine gewisse Kaloriensumme, je nachdem wie groß du bist, wie schwer du bist etc. Auch wenn du dich gar nicht bewegst, einfach dadurch, dass ich jetzt rede zum Beispiel oder gestikuliere, dadurch, dass meine Organe arbeiten, das ist der Großteil der Kalorien am Tag, die verbrannt werden vom Körper. Und dann könnte man natürlich noch on top alles geben, was man sportlich macht. Zum Beispiel, wenn du spazieren gehst oder ins Fitnessstudio gehst oder laufen gehst. Das ist noch so ein bisschen Zusatz auf dieser Seite von, wie viel verbraucht mein Körper. Und jetzt ist auf der anderen Seite halt, wie viel führe ich zu mir. Und jetzt kannst du dir vorstellen, einfach mal Milchmädchenrechnung. 2500 Kalorien darfst du am Tag essen, um dein Gewicht zu halten. Einfach als Beispiel. So, wenn du das aufteilst auf Frühstück, Vormittagssnack, Mittagessen, am Nachmittag was Kleines, Abend, dann hast du halt pro Mahlzeit vielleicht 500 Kalorien. Hey, 500 Kalorien, das ist halt zu wenig. So eine Standardmahlzeit irgendwo in einem Restaurant, auch wenn es was Gesundes ist, bist du so 800. Pizza sind dann vielleicht 1000 oder 1200 dann schon. Das heißt, es wäre wahrscheinlich für viele einfacher sogar, wenn man sagt, okay, wenn ich das Frühstück eigentlich eh nicht brauche, ja, dann kann ich mittags und abends größere Portionen essen, also mehr Kalorien zu mir nehmen. Das heißt, dieser Grundsatz, ich brauche ein Frühstück für mich, als Energiequelle, der stimmt einfach nicht. Weil Energie haben wir hier mehr als genug. Weil der Körper ist so, wenn er überschüssige Energie bekommt, das heißt zu viel Essen, dann nimmt er das und lagert es hier ein für schlechte Zeiten. Das ist wie so eine Vorratskammer. Und aus diesem Fett können wir sehr lange zehren. Denn so ein Kilo Fett, das hält uns, das sind 7000 Kalorien quasi. Das heißt, das wird für über 3 Tage reichen, weil du gar nichts konsumieren würdest. Und wahrscheinlich hast du hier nicht nur ein Kilo Fett, sondern mehrere Kilos. Ist jetzt nicht die Anweisung, dass man nichts mehr essen sollte, wichtig, damit man es nicht falsch versteht, aber einfach nur aus dem raus, dass man nicht frühstücken muss wegen der Energie, weil Energie hammer genug. Natürlich, wenn du von heute auf morgen aufhörst zu frühstücken, wirst du am Anfang Hunger haben, aber nur aus Gewohnheit, weil der Körper halt normalerweise gewohnt ist, jetzt was zu essen.
Und wenn es dann halt nichts gibt, dann ist so, ja, ich hätte eigentlich gern was, aber das wird sich normalisieren und du wirst spüren, du hast plötzlich mehr Energie am Morgen früh, du bist fokussierter, weil der Körper nicht Energie braucht zum Verdauen, sondern die volle Energie für den Kopf hat, um da zu arbeiten. Darum lange Rede, ganz kurzer Sinn. Frühstück ist nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages, wie der liebe, ich weiß gar nicht, wie der Dr. Kellogg's oder so heißt. Nutella ist auch nicht super, damit wir den Mythos auch noch abgelegt haben. Und wenn du abnehmen willst, dann ist es vielleicht nicht verkehrt, aufs Frühstück auch irgendwo zu verzichten. Wer sagt, er braucht es wirklich, gut, macht es weiterhin, aber es ist kein verkehrter Punkt. Wer zum Abnehmen gerne eine klare Anleitung hätte, die auf ihn angepasst ist, damit man wirklich nachhaltig und strategisch abnehmen kann, dann einfach mal Link unterhalb von dieser Episode tippen, dafür eine kostenlose Beratung eintragen und ansonsten hoffe ich, das Video war aufschlussreich, war hilfreich und ich wünsche dir einen super schönen Tag. Bis dann. Tschüss, ciao.